grüße euch, Schäfchen des Lichts, Friede sei mit euch, liebe Freidenker. Willkommen bei Sternenergie Royal, dem bangen Blick in die Zukunft durch das Objektiv der unendlichen Weisheit des Weltraums. Mein Name ist Jan Börchenstein, der Siebte, und ich heiße euch willkommen in der digitalen Umarmung unendlicher Wärme. Werdet eins mit mir und blickt bloßen Auges in die Sonne der Wahrheit, die euch nicht erblinden, sondern endlich sehen lassen wird. Wir, die Sehenden, wissen, was dem zaudernden Volk der fortschrittversessenen Zweifler für immer verborgen bleiben wird. Unser Schicksal ist vorherbestimmt. Seit dem Moment, an dem unsere zusammengepressten Fontanellen den Muttermund verließen, sind wir ein Spielball des Kosmos. Vorherbestimmt unsere Persönlichkeit, vorherbestimmt unsere Entscheidungen, vorherbestimmt der Pfad eures Lebens, der euch dazu brachte, dieses Video anzuklicken. Doch seid unbesorgt, meine Lämmer, das All hat entschieden, durch meinen Mund zu sprechen. So höret und empfanget die Kunde über eure Zukunft. Steinböcke. Meine lieben Steinböcke, ja? Wankelmut ist euer Wesen, Inkonsequenz eure Seele, bei euch weiß man nie so genau. Ihr seid so vielfältig. Einerseits seid ihr Lindner, Bezos, Markus Söder und habt ein bisschen was von einem Schaf. Andererseits aber eben auch DJ Bobo oder Horst Lichter und sehr viel Ziege. Was soll man nur von euch halten? Oder seid ihr doch eine eigene Tierart? Euer Umfeld lasst ihr im Unklaren. Vereinbarungen und Versprechen gelten für euch nicht. Für euch zählt nur das Erreichen der eigenen Ziele, auch wenn ihr euch dabei vielleicht das ein oder andere Horn abstoßt. Doch die Welt besteht aus mehr als nur Beruf, Privatleben und dem Essen dieser komischen Körner, die man am Eingang vom Tierpark kaufen kann, damit ihr sie uns mit euren rauen Zungen von den salzigen Händen leckt, liebe Steinböcke. Steinböcke sollten sich in den nächsten Monaten auf das besinnen, was sie am besten können. In den kärgsten Lebensumständen Futter finden, in den höchsten Lagen einen mit Sauerstoff versorgten Kopf zu bewahren, in Herdenverbänden von 10 bis 20 Weibchen leben und sich in Revierkämpfen um eine Möglichkeit zur Fortpflanzung prügeln. Euer weiches Fell und die treuen Augen werden auch in den nächsten Monaten entscheidend sein, um im steinigen Gebirge des Alltags stehen zu können. Verzagt nicht, meine Steinböcke. Der Winter naht noch längst nicht und der Sommer wird die Geburt eurer Junge bringen. Wie das Wasser eines großen Sees, so trüb ist auch der Blick in unsere Zukunft. Zum Glück gibt es auch für die Unterwasserwelt des Schicksals eine Taucherbrille. Ein Blick durch das Kristall genügt, um den Schleier des Kommenden zu lüften. Ah, Fingerabdrücke, ein gutes Zeichen. Wassermänner werden im nächsten Monat viele wichtige Hände schütteln. Was noch? Ein Schleier aus Fett. Ungewöhnlich. Das heißt entweder, dass sie bald ein Fitnessstudio eröffnen oder dass hier jemand nicht richtig geputzt hat. Ganz ehrlich, Leute, was soll denn das bitte? Ich kann so nicht arbeiten. Ich versuche den Leuten ein bisschen Sicherheit zu geben. Und alles, was ich bekomme, ist eine verschmierte Kristallkugel. Das ist super unprofessionell. Ehrlich. Mann, ey. Was geht so nicht? Ich sehe doch so nichts. So. Es ist wie wenn man einem Künstler die Leinwand nimmt. So ist es. So, super. Ja. Na klasse, super. Jetzt die Kugel sauber, aber das Portal hat sich geschlossen. Na gut, Wassermänner. Ist ja eh irgendwie auch egal. Armin Laschet ist Wassermann. Und das kann mir niemand erzählen, dass der irgendwie interessant ist für irgendjemanden. Nee, komm, machen wir weiter, bitte. Liebe Fische, manchmal reicht die unendliche Macht des Kosmos nicht aus, die sich in meinem Frontallappen bündelt, um euch mit einem Erguss unendlicher Weisheit zu beglücken. Das Schicksal, es ist verworren. Es hat zum Beispiel mich und Smudo zu Fischen gemacht.
Zur Öffnung des dritten Auges müssen die Strukturen des scheinbar Zufälligen studiert werden. Denn wir wissen eines, nichts ist Zufall. Alles ist Schicksal. Was Fischen diesen Sommer bevorsteht, liegt an ihnen selbst. Interessant. Die Stäbchen liegen teilweise rechtwinklig zueinander, teilweise spitzwinklig, teilweise übereinander. Fischen steht also ein Sommer voller Abenteuer bevor. Der leicht fischige Geruch heißt außerdem ein Abenteuer zur See, vielleicht auf einem Schiff. Die losgelösten Panadekrümel in Form der Behausungen der Inuit. Inuit. Abenteuer zur See, Schiffe, Fische. Captain Iglo. Fische werden in diesem Sommer ein Abenteuer mit Captain Iglo erleben. Widder, Widder, Widder. Von Fortuna geküsst, von Mars gesegnet. Kein Wunder, dass bei euch auch nächsten Monat wieder alles wie am Schnürchen läuft. Glück in der Liebe, beruflich kein Stress, finanziell auf Polstern gebettet. Ernsthaft, wie macht ihr das nur? Egal, welches Sternbild mir ins Ohr flüstert, egal ob Feuer, Erd, Luft oder Wasserzeichen, bei euch Widdern scheint es einfach zu laufen. Man möchte sich fast fragen, warum? Warum liebt euch das Universum so dermaßen? Die Gesetze des Alls gelten für uns alle. Unser aller Schicksal ist den Gesetzen der unendlichen Weisheit des Kosmos unterworfen. Warum werdet ausgerechnet ihr bevorzugt? Ich meine, ich gönne euch das. Ich bin nichts als ein neutrales Medium, das über den Dingen steht. Durch mich spricht nichts als die unendliche Weisheit des Universums. Aber auch das Universum kann Fehler machen. Schwarze Löcher, Meteoriten, Supernovae, Jan-Josef Liefers oder eben Widder bevorzugen. Bismarck, Flair, Hitler, Olli Welke, alles mächtige Widder, die vom Glück geküsst wurden. Bei jedem anderen Sternzeichen könnte ich das verstehen, aber bei Widdern? Wo ist überhaupt der Unterschied zu Steinböcken? Das sind für mich nichts als Ziegen. Nichts als Ziegen sind das für mich. Hört mal zu. Hört mal zu, ihr dämlichen, verkackten Scheißwidder. Mir ist scheißegal, dass das Universum auf eurer Seite steht. Nur weil ihr das Lieblingskind irgendwelcher kosmischen Energien seid, macht euch das lange noch nicht zu irgendwas Besserem. Ihr verschissenen Widder! Ja. Meine Lämmer. Liebe Freidenker, das war Sternenergie Royal. Das öffentlich-rechtliche Horoskop in den unendlichen Weiten des Internets. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Bleiben Sie chakrig und bis zum nächsten Mal. Euer, ihr, Jan Börchenstein, der Siebte.